Ja, und hiermit hallo liebe Freunde und ja, leider wurde ich aus dem Startbildschirm rausgeschmissen, weil ich eine Taste gedrückt habe. Willkommen zu Let's Play Bioshock Infinite. Ich werde mal ein neues Spiel aufsetzen. Und zwar... Dieser Hardcore-Modus ist etwas für die Besten der Besten. Auf leicht habe ich schon mal durchgespielt, glaube ich. Wer Herausforderungen liebt, beginnt am besten hier. Ich würde sagen, wir zocken es einfach mal schwer. So. Und dann bleibt mir auch nicht viel zu sagen. Und alle, die das Spiel noch nicht kennen, genießt die Show. Booker, hast du Angst vor Gott? Nein, aber vor dir. Willst du einfach bloß rumsitzen? Was soll ich sonst tun? Rumstehen? Nicht rumstehen, rudern. Rudern? Hatte ich eigentlich nicht vor. Dann erwartest du also, dass ich alles alleine mache. Nein, aber ich erwarte, dass du alleine ruderst. Und warum bitte? Es war doch deine Idee. Meine Idee? Ich habe klar gesagt, dass ich von dieser Übung nichts halte. Vom Rudern? Nein, das halte ich für eine hervorragende Übung. Was dann? Das gesamte Gedankenexperiment. Entschuldigung, wie lange noch? Wer ein Experiment startet, weiß, dass es scheitern kann. Aber man startet kein Experiment, wenn man schon weiß, dass man gescheitert ist. Nochmal zum Thema Rudern. Tu's doch einfach. Nicht übel. Sonst kommen wir nie an. Nein, ich meine, ich wäre dir sehr dankbar, wenn du mir helfen würdest. Frag doch mal ihn. Er hat vermutlich ein stärkeres Interesse, dorthin zu kommen als ich. Das kann schon sein. Hat aber keinen Sinn, ihn zu fragen. Wieso? Weil er nicht rudern wird. Er wird nicht rudern? Nein, er wird nicht rudern. Ah, ich verstehe, was du meinst. Hier wären wir. Okay. Sollen wir ihm sagen, wann wir wiederkommen? Würde das was ändern? Vielleicht ist ihm dann etwas wohler. Wenigstens darin sind wir uns einig. Hey, wartet hier jemand auf mich? Das hoffe ich doch sehr. Ein ziemlich schrecklicher Ort, um zu stranden. Vielleicht ist ja drinnen jemand. So. Noch kurz, bevor es hier wirklich losgeht. Ich habe klar keinen Plan, wie das Ganze recorden mit Shadowplay. Und das Spielen so funktioniert, ja, das Game. Ich zock's auf komplett Ultra, wie ihr vielleicht an den übergeilen Effekten seht. Deswegen keine Garantie dafür, dass ich das hier alles so wunderbar toll durchspielen kann. Kann auch durchaus sein, dass irgendwas mal schief geht irgendwo. Und dass ich dann nochmal ein Part nachstellen muss, hier oder da. Oder dass mal ein Part fehlt oder so, eine Kleinigkeit halt. Das nochmal so vorweg. Entschuldigung, ich bin Booker DeWitt. Ich glaube, Sie erwarten mich. Von deinen Sünden wasche ich dich rein. So, aber mehr möchte ich dazu auch jetzt nicht sagen. Ich hoffe einfach bloß, dass wir das hier jetzt zusammen genießen können. Und das wird jetzt so geil. Ich habe gedacht, ich spiele jetzt erstmal noch das Hauptspiel durch. Die DLCs habe ich auch, deswegen habe ich das Let's Play hier jetzt angefangen. Aber zunächst mal... Wir möchten uns wohl doch nicht waschen. Viel Glück damit, Kumpel. So, da. Ist jemand da? Hallo? It's good when I am dying.
Ihr könnt jetzt nicht sehen, wie ich abtanze darauf, aber es ist unheimlich cool. Ha, ich habe das letzte Mal gar nicht so krass damit rumgespielt. Ja, unten ist da noch was. Duppen. Fehlt da nicht ein Kabel? Das ist auch schon wireless. Wir müssen ihn aufhalten. Okay, wen aufhalten? Was aufhalten? Warum aufhalten? Es ist zu lange her. Ich weiß gar nicht mehr, was ich hier tun muss. Boah. To thine own land shall I take thee. Wow. Okay. Scheiße. Don't disappoint us. In des neuen Eden Dreckserde werde ich die Saat pflanzen. So, und ihr habt es oben rechts gesehen, Autosave. Also den Part hätten wir schon mal geschafft, ohne dass irgendwas abstürzt. So, wie war das? Glocke. Moment mal, diese Karte. Ja. Rolle. Was läuft hier? Das ist wohl der vertrauenswürdigste Stuhl, den ich je gesehen habe. Ich soll mich wohl in den schicken Sessel da setzen. Tu es nicht. Es ist der vertrauenswürdigste Stuhl aller fucking Zeiten. Und hier gibt's sonst nichts, okay. Das scheint der einzige Weg zu sein. Wir müssen uns hier setzen. Oh Gott. So, und jetzt? Mach dich bereit, Pilger. Die Gurte dienen nur der Sicherheit. Was ist denn jetzt los? Das ist nichts Gutes. Nein, 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 verdammt! Achtung! Der Aufstieg beginnt in 5, in 4, 3, 2, 1. Nein! Aufstieg! Okay, Booker, ganz ruhig bleiben. 5000 Fuß. 10.000 Fuß. 15.000. Halleluja. What the fuck? Was? Ich krieg kein Wort raus bei der Epicness.
Ladies and Gentlemen, ich sehe das jetzt alles zum zweiten Mal und ich muss sagen, es ist beim zweiten Mal noch geiler als beim ersten Mal. Ich habe mir das Spiel damals geholt zu meiner neuen Grafikkarte, der GeForce GTX 780 Amp Edition von Zotac, um zu testen, ob die wirklich so krass mithalten kann mit den neuen Standards. Die Antwort ist ja. Aber ich glaube irgendwie, mit den neuen Treibern läuft das hier alles sogar noch runter, denn vorher hatte ich hier keine 60 FPS. Das Ganze noch mit Shadowplay aufzunehmen ist einfach grandios. Du kommst in das Spiel rein und siehst erstmal solche Effekte. Ich glaube, meine Hose ist feucht. Ich glaube, ich kann sogar hier lesen, was da... Ja. In der Tat. Man kann es stellenweise ein bisschen erkennen. Aber ich lese das jetzt nicht vor. Ich lese euch nicht aus der Bibel vor, tut mir leid. Ah, die habe ich mir damals nicht angehört. Hör ich mir jetzt mal an. Liebe den Propheten, denn er liebt den Sünder. Liebe den Sünder, denn er ist du. Aber gäbe es keinen Sünder, wozu bräuchte man einen Erlöser? Gäbe es keine Sünde? Ich muss zusehen, wie ich hier rauskomme. Wozu bräuchte man Vergebung? Zusehen, wie du hier rauskommst? Bro, guck dich mal um, wie unheimlich episch das hier aussieht. Wo bin ich hier? Im Himmel, Freund, oder dem, was wir bis zum jüngsten Tag davon sehen. Solche Fragen behalte ich besser für mich, sonst fliege ich noch auf. Most epic water effects in fucking history. Ich komme nicht klar darauf, es ist zu geil. Wir plündern hier jetzt erstmal. Und ich muss mich echt zurückhalten, denn ich erinnere mich jetzt, wo ich im Spiel drin bin, erinnere ich mich natürlich so ein bisschen an den Plot, aber halt auch nicht mehr, wie ich hinkomme. Ich sag einfach, genießt's einfach. Was ihr hier seht, genießt es einfach in vollen Zügen. Es ist das beste Spiel 2013, in meinen Augen. Und jedes Jahr an diesem Tage erneuern wir unser Bekenntnis zu unserer Stadt und unserem Propheten, Vater Comstock. Wir erneuern es durch Opfer und Danksagung und indem wir eintauchen in die süßen Wasser der Taufe. Ist das ein Neuer aus dem Sodom unter uns, angekommen in Columbia, um sich reinzuwaschen vor unserem Propheten, unseren Gründern, unserem Herrn? Ich suche nur den Weg in die Stadt. Den Weg in die Stadt? Bruder, der einzige Weg nach Columbia führt über die Wiedergeburt in den süßen Wassern der Taufe. Willst du geläutert werden, Bruder? Entweder das oder umkehren und wieder in die Rakete steigen. Ich bring's hinter mich. Komm und werde geläutert. Hey. Ich taufe dich im Namen des Propheten, im Namen der Gründer und im Namen unseres Herrn. Ich weiß nicht, Brüder und Schwestern, aber gereinigt sieht er noch nicht aus. Oh mein Gott. Wer ist da? Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Was wollen Sie? Wir hatten eine Abmachung. Sie diese Tür. Sofort. Ich hab doch gesagt, ich mach das nicht. Gehen Sie weg. Mr. DeWitt! Mr. DeWitt!
Ist das hier ein Flashback? Ja, genau. Das war ein Flashback. Heilige Scheiße. Dieser Idiot von Priester sollte sich mal den Unterschied zwischen Taufen und Ertrinken klar machen. Ich muss mir mal keinen Punkt suchen und rausfinden, wo ich bin. Unser Prophet füllt die Lungen mit Wasser, auf dass sie die Luft umso mehr lieben. Was ein geiler Prophet. Der du den Delaware überquertest, mit flammendem Schwert auf Engelsflügeln. Behüte mich. Vorbild an Tugend. Beim Schwert. Und der Rolle und den Schlüssel. Amen. Dass es wieder Zufall gibt. Dass eine Stadt fliegt, heißt nicht, dass keine Idioten drin wohnen. Also gut, ich muss das Mädchen finden. Dass das hier so unheimlich unkommentiert war, mir einfach auch nicht gerade, also gerade nichts dazu einfällt. Ich bin einfach so weggelasert von dieser Welt hier. Das ist also eine fliegende Stadt, errichtet durch einen, ja, quasi durch einen physikalischen Trick. Und, da lässt sich bestimmt was arrangieren. Morgen. Freut mich sehr. Das Ganze spielt 1919. So circa. Perfekter Tag für die Feier. Und ich habe noch nie was Geileres gesehen. Ich habe echt noch nie was Geileres gesehen. Weil der Ingame-Sound ist aber auch gerade laut, deswegen schreie ich ein bisschen krass. Mögen gibt's nicht für eine Liberty Scout. Da zählen keine Wünsche. Ich sag dir, Salton Stall ist der Richtige. Der ist für Glaube, Familie und Vaterland. Wer kann da schon dagegen sein? Engagieren Sie niemals einen Künstler, mein Lieber. Sie sind einer wie der andere. Launisch und unzuverlässig. Ich sage Ihnen, der Park ist meilenweit hinter dem Zeitplan zurück. Die Landschaft ist erst halb fertig. Die Statue wurde noch nicht geliefert. Der Brunnen ist voller Regenwasser, Herrgott. Nicht mal die Ringelblumen sind gepflanzt. Alles Arbeiten, die schon vor Monaten hätten fertig sein sollen. Aha. Und wissen Sie... Das Werk des Propheten. Aha. Der Mensch zu mir sagt, dass er müde sei, dass ihn die Nacht ausgelaugt hätte. Ich sage ihm gut. Es ist einfach geil. Es ist einfach nur geil. Tut mir leid, Leute. Ich weiß echt nicht, was ich dazu sagen soll, außer es ist verdammt geil. Stimme des Volkes. Es heißt Latein. Stimme des Volkes. Stimme des Volkes. Wenn ich mich recht erinnere, ich habe schon ewig kein Latein mehr gehabt. Aber Latein ist böse, weil das wird einem so eingetrichtert, dass man das nicht mehr... Sogar die Hydranten sind verchromt und hochpoliert. Ich komme nicht klar. Ja, Latein vergisst man nicht mehr. Wenn man es einmal so halb gelernt hat, das ist wie ein böser Fluch, das wird man nie wieder los. Mechanisches Pferd. Alles klar, Bros. Aber es ist das Wunderkind, das Land, das die Zukunft
Alles klar. Viel Glück bei der Verlosung, Leute. Also hier scheint ja ordentlich was los zu sein. Ist wohl irgendeine Feier oder sowas. Columbia, Jahrmarkt und Verlosung. Er ist stark beim Schwert, aber recht. Fallen euch die kleinen Framejobs eigentlich auf? Ah ja, das sehe ich dann nach dem Rennen. Ich glaube aber nicht. Ich nehme das hier auch mit der Shadowplay-Beta auf. Auf guten Glauben. Temperaturen bei leichtem Wind aus unterschiedlichen Danke. Richtungen am Nachmittag. Kurz und gut, schönstes Feiertagswetter Columbia. Oh ja. Yeah. Und nun wieder Musik. Hopp. Das reicht jetzt mal. Ich will es mit der Musik nicht übertreiben. Am Ende kriege ich noch einen Gamer-Strike. Huah. Das will ja keiner. So, das nächste Dingens würde ich mir auch noch anschauen. Die habe ich das erste Mal nämlich nicht angeschaut. Das interessiert mich dann doch sehr. Der falsche Hirte. Hier lang. Möchten Sie eine Nelke zum Anstecken? Wir sammeln für die patriotische Mädchenliga. Vielleicht ein andermal. Würde sich aber toll machen an Ihrem Revier, falls Sie sich's anders überlegen. Ich bin hier. Okay. Kann ich mit der reden? Nee. Schade. Ich hätte jetzt eins gekauft. Vom lieben Blumenmädchen. Na, die sind die Büsche gezerrt und eiskalt geraped. Für Stunden. Ihr wisst, wie es ist. Give everything. Everything. Meine Güte. Ich brauche eine Webcam, ihr müsst mich sehen, wie ich auf das Spiel reagiere, es ist unheimlich. Meine Fresse ist gerade so weit auf dem Boden, weil das hier so unendlich geil ist. Das kann ich keinem erzählen, echt keinem. Lieber auf, was du sagst, mein Freund. Solches Gerede fällt auf. Werd mir bloß nicht so ein Finkenradikaler, John. Ein Finkenradikaler. Aber sie gucken so freundlich. Sie zoffen sich, aber guckt euch die Gesichter an. Sehen die aus, als hätten die gerade Streit? Nein, die sind einfach nur verdammt happy mit ihrem Scheißleben. Oh ja. Hier sind ich, Sie haben sie gesagt. Telegramm für Sie. Telegramm für Sie, Sir. Der Wood, stop. Machen Sie Comstock nicht auf sich aufmerksam, stop. Was immer Sie tun, nicht Nummer 77 ziehen, stop. Tess. Was zum... Ist ja fast wie Lettuce. Das wäre Salat, für alle, die es nicht wissen. Und somit habt ihr auch wieder eure Portion, eure tägliche Portion totes Wissen von eurem Cherry Fairy LP. Yo. So sieht die Sache nämlich aus. Guten Tag, mein Freund. Hallo. Yo, yo, yo. Gut, dann merke ich mir den Punkt hier. Und sage, es geht weiter in der nächsten Folge von Let's Play Bioshock Infinite. Bis dahin, gehabt euch wohl und tschüss.